Hallo und willkommen zu Hearthstone und zu einem weiteren Video des Solo-Abenteuers Die Forscherliga. In diesem Video machen wir mal wieder einen heroischen Kampf und zwar der Stählerne Wächter. Klicki klick. Der Stählerne Wächter. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Klonk. Ist übrigens ein cooles Spiel, Klonk Planet. Ist so ähnlich, ja. Ich denke mal, man könnte es am ehesten mit Terria vergleichen, aber es ist viel, 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 viel älter. Oh, das ist Lothars Rüstung. Dafür musste ich mich im Schwarzfels monatelang durch Drachendung wühlen. Für den Kreuzzug. Ich habe die belebten Schwerter in der östlichen Halle beseitigt. Elise, wie kann ich behilflich sein? Geh zu Reno im Hauptlager. Er ist von Boombots umzingelt. Melde mich zum Dienst. Das Licht beschützt mich. Sehr beschäftigt aus. Da nehme ich mir doch unterdessen diese hübsche Brosche. Na schön. Ja, das läuft doch irgendwie im Betten oder was oder wie oder was. Hat noch nie jemand besiegt. Och, come on, und Gottesschild auch noch dazu. Pfui, Deibe. Bran, er erweckt die Bibliotheksbestände zum Leben. Ich kümmere mich um die fliegenden Hämmer in der Lordaeron-Ausstellung. Ja, ist akzeptabel. Was haben wir gekriegt? Agenturlanze. Müssen sein Amor wieder reduzieren. So, das heißt, wir gehen erstmal hier rein. Was? Habe ich einen vergessen? Habe ich mit ihm nicht angegriffen? Der Diener hat bereits angegriffen. Hä? Zwei. Und die beiden. Das sind doch. Irgendwo dieser Diener, hat Hä? Bereits angegriffen. Zwei. Dann der. Was? Wieso habe ich ihn mit zwei angegriffen? Ach so, ich mache nur noch. Ach, ich habe ganz vergessen, die haben ja jetzt auch den Buff. Dass sie maximal bloß einen Schaden kriegen. Ja. Ich trottel und ich wundere mich, hä? Ich war doch zwei Schaden gemacht. Oh fuck. Ich hätte fast nicht drauf geachtet, dass ich zu viele Minions auf dem Board habe. Jetzt kommt bestimmt ein Brawl. Oder Enter the Coolest. In C-Kampf. Das war scheiße mit dem Taunt, aber. Danke? Maybe? Okay. Reintraden. Minion spielen. Ach, fuck!
Ich Trottel! Ach, das ist ja scheißegal. Der hat doch. Ich hab schon wieder total brain off gar nicht dran gedacht, dass der ja bloß einen Schaden kriegt. Boah, ist das. Ärger. Nicht den Juggler, nicht den Juggler, nicht den Juggler! Fuck. Well, wenigstens reibt er seine Aufladung an dem Taunt auf, das ist schon mal gut. Melde mich zum Dienst. Da links. Nein, nicht mein hier. MVP Slime in den Kampf. Melde mich zum Dienst. Dann melde dich mal. Ew. Oh, da gibt mir Taunt. Nice. Ja, Schleim, du hast super eine Waffe zerstört und einen Schlag weggetankt. MVP. Das ist Quality, heben wir uns mal für einen größeren Minion auf. Ich finde gut, dass. Alter Schwede, wie viele Waffen hat denn der? Da reichen ja 10 Schleime nicht. Usami! So, jetzt haben wir 5 Damage auf dem Board. Come on! Jetzt müssen wir schon wieder Equality benutzen, ey. Du kotzt mich das an. Ist das nervig. Aber wir sind bald im Fatigue. Oh, danke fürs Taunt. Und fürs Scottish Schild. In the fight. Into the fight. Nicht in the fight. Yep. Yeah. Yep. Ich denke mal, Leute, das ist, ne? Das sieht gut gewonnen aus. Außer jetzt kommt noch mal irgendwie ein Table Flip. Was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann. Obwohl Oh shit. Top. GG! MFO! Yes! Der vorletzte fertig! Ja! Nur noch ein Boss! Yeah! Okay, ja, dann müssen wir uns ja natürlich noch das Deck anschauen. Der Bastard hier! Okay, übrigens auch First Try mit dem Deck, also nicht schlecht. Ja, zweimal Buße, um dicke Minions oder Medium Minions, wie er sie in dem Deck hatte, mit auf 1 HP runterzusetzen. Jo. Es sollte man vielleicht auch am Anfang gleich spielen, damit man eventuell hier die die Rüstungsschmiede in M auf 1 runterkriegt, weil es ist schon ein Problem, wenn der Gegner da ordentlich Armor aufbauen kann. Denn ja, Agentum Knappin, wie man sieht, hat sehr gut getankt, dadurch, dass sie Taunt hatte und Gottesschild, hat die gut geholfen. Gleichheit auch für dicke Minions, um die zu removen, am besten für Tyrion einen aufheben. Echoschlamm, ja, Body oder beim Juggle helfen, genau, der Krabbler ist auch eigentlich für den Meister-Juggler. Meister-Juggler? Jongleur. ja, dann haben wir Nerfo dran, Taunt ist klar, säurehaltiger Schlamm, um die eine oder andere Waffe kaputt zu machen. Vielleicht sollte man sich davon einen aufheben für den Aschbringer. Ruf zu den Waffen, ja, um Minions auf dem
auf den Board, auf das Board zu kriegen und um ja Minions wegzutraden, notfalls Friedensbewahrer, Damage von großen Minions zu reduzieren, ist klar. Weil wäre eigentlich optimalerweise in Kombination mit Gleichheit, aber wie man in dem Kampf sehen konnte, war das eigentlich nie nötig. Turnierheiler, ja, ist denke ich mal auch eine MVP-Karte, aber man hat ja gesehen, der Boss hat uns so gut wie nie angegriffen, deswegen waren wir auch immer voller HP und der hat immer ins Nichts geheilt, also vielleicht waren wir auch bloß lucky, wer weiß. Mogushun Wan, Warden hat ja auch einiges weggetankt, auch Top-Karte, kann man nichts drüber sagen. Ja, antiker Healboard, tote Karte. In unserem Falle, ich denke mal, man wird nicht jedes Mal so glücklich sein. Und hier zornige Vergeltung, die hat uns, denke ich mal, jetzt beim letzten Minion da doch ganz schön geholfen. Da hatten wir auch ein glückliches RNG, muss man mal so zugeben. Ja, und das war's dann eigentlich. Ich danke euch dann fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye!